bin vor dir. Ich stehe vor dir, besser gesagt. Cassandra, Cassandra. Mein Kind, du hast es geschafft. War dir die See auch gewogen? Poseidon scheint der Einzige zu sein, der mich nicht töten will. Und? Warst du in Thera? Hast du ihn gefunden? Habe ich. Was hat er dir gesagt? Er sagte mir, wer ich bin und wohin ich gehen muss. Also kennst du die Wahrheit. Ich bin nicht seine Tochter. Ich bin nur eine Waffe. Das entspricht in keiner Weise der Wahrheit. Du kamst aus Liebe auf die Welt. Ich hätte nie gedacht, dass wir noch einmal gemeinsam in Sparta sein würden. So sehr ich diesen Ort verflucht habe für das, was er uns antat, ist er eher meine Heimat, als es Kefalenia je war. Sparta ist unser Zuhause. Doch wir müssen den Marionettenkönig ausschalten, wenn wir Frieden finden wollen. Was ist mit unserem alten Haus passiert? Nikolaos ist geblieben, als ich ging. Aber nachdem er gegangen ist, weiß ich es nicht. Finden wir es heraus. Sehr gern. Doch zuerst möchte ich dir etwas zeigen. Okay. Ah gut, den Marionettenkönig hier, damit ich ja umbringe, kriegen wir hin. Da. Im Umbringen bin ich gut. Ist er zufälligerweise auch Kultist? Sehr gut. Vorwärts. Ist er zufälligerweise auch Kultist, dann bringe ich ihn gleich noch lieber um. Denn Kultist sind die Scheiße. Ist ja hier besonders spannend, wenn ich auf die alte Heimat ist von der lieben Cassandra. Ja, und dann fahren wir ja gleich weiter. Je nachdem, wo die nächste Quest ist, fallen wir ein Fragezeichen durch. Dann haben wir nicht die ganze Map schon fertig, weil dann dauert es und dann kommen wir gar nicht mehr zur Hauptmission. Und ja. Je näher wir Sparta kommen, desto mehr Erinnerungen kommen hoch. Egal wie weit ich auch lief, ich entkam ihm nie. Waren die Erinnerungen an uns auch da drin? Versuch dem Vater ein bisschen auszuweichen, dass er das nicht triggert. Okay, klappt. Der das nicht triggert. Was macht der? Triggert das? Okay, egal. Ja, passiert. Ich wollte jetzt nur nicht, dass er alle Fragezeichen schon aufdeckt und wir dann. Ja. Gut. Hier hast du von mir gelernt, einen Speer zu halten. Mit Zögern bringst du dich nur schneller ins Grab. Du erinnerst dich. Wie glaubst du, habe ich überlebt? Wir mussten dir den Speer in der Nacht aus den Armen reißen. Du wolltest mit ihm die Monster in deinen Träumen bekämpfen. Man tritt nicht unbewaffnet gegen Kerberos an. Sie reißen die Kinder in Stücke. Wir müssen helfen. Cassandra, warte. Du darfst nicht eingreifen. Das ist Spartas Übungsgelände. Ich kann nicht tatenlos zusehen. Ich helfe ihnen. Wie kann ich eingreifen? Wartet! Wissen ja. Kann ich nicht tatenlos zusehen, wie jemand hier zerrissen wird. Warte zu mir her! Hier bin ich! Alter! Gott. Kann er jetzt nicht tatlos zusehen? Martha? Ich bin nicht deine Mutter. Aber sie ist sicher stolz auf dich.
Sag ihr, ich wollte nicht schreien. Ich war nur wütend. Ich wollte nicht. Scheiße. Er starb ehrenvoll. Sein Tod war völlig unnötig. Was hast du hier zu suchen? Die Jungen waren in Not. Ich wollte nur helfen. Nein, wollte sie nicht. Lüg mich nicht an, Junge. Du solltest dich wirklich schämen. Und du? Diese Jungen sind nun geschwächt wegen dir. Das spartanische Heer ist geschwächt wegen dir. Ich sollte dich auf der Stelle dafür töten. Geht es dir gut? Was ist passiert? Ich konnte nicht einfach tatenlos zusehen. Die Agoge macht aus Jungs Männer und aus Soldaten Spartiaten. Durch dein Eingreifen hast du sie nur geschwächt. Was nützen sie Sparta, wenn sie tot sind? Kassandra, bitte. Das ist nicht Kephallenia, Naxos oder ein anderer Ort. Es ist Sparta. Und wer spartanische Gesetze bricht, der stirbt. Glaub mir, Martha. Ich weiß genau, was passiert, wenn man spartanische Gesetze bricht. Komm, gehen wir heim. Diese Ausbildung ist grausam. Nicht grausam, effizient. Die besten dieser Jungs schließen sich der Kryptier an, werden zu Hütern des Friedens und zu Wächtern in der Nacht. Wächter in der Nacht? Einer der Gründe, warum Sparta sich nie ändert. Es gibt Regeln, strikte Regeln. Spartiaten beherrschen Lakonien, doch die meisten Einwohner sind versklavte Bauern, die die schwere Arbeit verrichten. Sklaven? Warum rebellieren sie nicht? Spartas Felder ernähren sie und Spartas Krieger beschützen sie. Erst vor den Persern und jetzt vor den Athenern. Und wenn sie aufbegehren, stellt die Kryptier den Frieden wieder her. Ich verstehe. Die meisten bringen große Opfer für Behaglichkeit. Die meisten. Nicht alle. Aber ganz ehrlich, das war ja, ich hätte nicht sterben lassen können. Ella. Mein Gott, ich konnte sie nicht retten, aber ich habe wenigstens versucht. Wenigstens habe ich es versucht, so weißt du. Klar, retten nicht, aber. Der Schauspieler. Ich hätte gedacht, dass ich je nach Sparta zurückkehre. Es wirkt so friedlich, wo sonst überall der Krieg tobt. Warum wird die Entscheidung war trotzdem richtig? Aber gut, ich glaube, ich werde hier nur noch einige Ärger einhandeln, wenn ich weiterhin so mich entscheide. Aber ich lasse keine Menschen sterben. Aber es sieht schon gut, das sieht schon gut cool aus. Also das ist ja nochmal. Ja, es ist gleich. Also, ich weiß nicht, ob das mein Lieblingsschauplatz ist, aber. Ho, ho! Haben wir schon. Wie viel haben wir jetzt eigentlich an Nebenmissionen? Fragezeichen freigeballert. Okay, also sind wir schon relativ hoch weit dabei. Na gut. Ah, okay. Gut, dann schließen wir mal die Quest ab. Aber eine geile Quest, das war schon mal cool. So als Einstieg in diese neue Stadt. Ist jetzt gar nicht mal so übel. Das war der erste und letzte Ort, an dem ich mich je sicher gefühlt habe. Sobald du alt genug warst, ein Speer zu halten, hast du von früh bis spät auf diesem Hof geübt. Nikolaus war nur schwer zufriedenzustellen. Er verbarg seinen Stolz vor dir. Doch er sagte jede Nacht zu mir, sie wird Sparta Ehre machen. So sehr ich ihn für seine Taten auch hasse, ohne seine Lektion wäre ich nicht die, die ich heute bin. Mein Herz brach an diesem Tag. Doch zum ersten Mal seit langem stehe ich hier mit dir und glaube, dass es wieder verheilen kann. Ich auch.
Weißt du noch, wie du deinen Bruder das erste Mal hieltst? Ich hatte Angst, ihn zu zerbrechen. Ich stapelte alle Kissen und Decken, die ich fand, um mich herum. Und du hieltst ihn so fest, dass ich dachte, du würdest ihn erdrücken. Er wurde stärker, als wir dachten. Die Götter müssen mir wohl einen Streich spielen. Schön, dich zu sehen, Brasidas. Es ist lange her, dass ich dich aus dem brennenden Lagerhaus in Korinth gerettet habe. Das habe ich anders in Erinnerung. Du siehst gut aus, Brasidas. Die Gerüchte sind wahr. Du lebst! Viele Todgeglaubte atmen immer noch. Als ich von eurer Heimkehr hörte... Wir sind in Sparta, aber noch nicht zu Hause. Wir wollen unser Haus zurück, Brasidas. Euer Heim wurde nach Nikolaus' Verschwinden von Sparta konfisziert. Sie warten darauf, dass sein Adoptivsohn es einfordert. Aber er ist noch nicht aus dem Krieg zurück. Stentor? Ich wusste, ich hätte ihn am Strand töten sollen. Wie können wir es zurückbekommen? Ihr müsst mit den Königen über euer Bürgerrecht verhandeln. Das wird nicht leicht. Warum nicht? So froh ich auch bin, euch zu sehen, die Könige sind es nicht. Besonders Archidamos. Euer Abgang aus Sparta war nicht besonders elegant. Du meinst, weil ich ihm die Nase gebrochen habe? Du hast was? Vergessen hat er es jedenfalls nicht. Aber ich habe eine Idee, wie er vergeben könnte. Raus damit. Spartanische Soldaten liefern Waffen an Heloten. Wer diese Verräter beseitigt, verdient sich Respekt. Warum bei Hades sollten Spartiaten Heloten helfen? Es gibt weit mehr Heloten als spartanische Bürger. Doch sie sind ohne Anführer. Es sind Erntehelfer, Diener und Lehrlinge. Wenn sie jemand vereinen, bewaffnen und ausbilden würde, wären sie eine echte Gefahr für Sparta. Aber du sagtest, es waren Spartiaten, die sie bewaffnet haben. Noch ein Grund mehr, uns schnell darum zu kümmern. Finde heraus, wofür die Heloten bewaffnet werden. Dann hast du die Aufmerksamkeit des Königs. Wo finde ich diese Spartiaten? Sie wurden zuletzt im Marmorsteinbruch von Gorani in den Wäldern am Eurotas gesehen. Also suche ich diese Soldaten. Und was dann? Spartiaten sind ihrem Befehlshaber treu ergeben. Schalte ihn aus, dann zerstreut sich der Rest. Und die Waffen? Vernichte sie. Die Heloten haben genug Unheil mit Schaufeln und Sicheln angerichtet. Das Letzte, was Sparta braucht, ist, dass sie Schwerter tragen. Also, um unser Haus zurückzubekommen, muss ich den spartanischen Befehlshaber ausschalten, der eine sinnlose Rebellion anstiften will. Das klingt nicht allzu schwer. Triff mich im Thronsaal, wenn du fertig bist. Und wo wirst du sein? Hier habe ich dich großgezogen. Und hier zog Leonidas mich groß. Ich werde sein Grab besuchen, gleich hinter dem Anwesen. Auch du solltest ihm Respekt zollen, bevor du losziehst. Ich versuch's. Nice. Ja, okay. Neue Quests. König von Sparta. Das sind neben, das ist die Odyssey Quest und das sind Nebenquests. Was ist hier? Ja gut, dann reden wir erstmal mit Mirene. Dann rede ich mal ganz kurz mit ihr. Die Einschüchterer einschüchtern. Ah, okay. Hört sich irgendwie danach an, als ziehen wir gleich unter das Schwert.
Ganz cool wäre. Großvater war ein wahrer Held. Vielleicht errichtet man mir irgendwann auch eine Statue. Leonidas. Er war Spartas letzter wahrer Held. Wir alle würden jetzt unter dem Joch der Perser leben, wenn er nicht gewesen wäre. Dasselbe Blut fließt durch deine Adern. Also haben wir königliches Blut in uns. Du bist so viel mehr als eine Söldnerin. In dir fließt das Blut von Helden, mächtiges Blut. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass manche diese Macht für sich beanspruchen wollen? Und du hast versprochen? Dass ich es nicht zulasse. Erhebe deinen Speer. Das ganze Gerede über die Pythia. Die Pythia. Mir ist egal, was sie sagt. Genug! Wir haben genug von deinen Frechheiten. Sparta zieht nicht in den Krieg. Die Pythia hat gesprochen. Die Pythia sagt nur, was ihr ihr einflüstert. Sie ist schon viel zu lange eure Marionette. Es ist an der Zeit, die Fäden zu zertrennen. Oh, Leonidas. Die Zeit der Helden ist vorüber. Glaubst du, dein Blut macht dich besonders? Wenn wir deine Adern öffnen, ergießt es sich über den Boden und verschwindet in den Fugen. Du bist ein Niemand. Ich lade euch ein, es zu versuchen. Dein Schicksal ist besiegelt, Sohn des Löwen. Xerxes wird uns einen. Er bringt Ordnung in das Chaos. Trotze der Pythia und alle, die du liebst, und alles, wofür du stehst, wird untergehen. Sammel die Männer! Mein König? Wenn Xerxes Sparta will, muss er an mir vorbei. Darf ich ihn jetzt spielen? Oho. Unglaublich! Und, kannst du es jetzt verstehen? Was soll ich tun? Wir müssen unser Schicksal akzeptieren. Wenn wir den Kult nicht aufhalten, bevor es zu spät ist, war alles, wofür Leonidas kämpfte und starb, umsonst. Unser Blut erhob sich gegen jene, die uns versklaven wollten. Es muss sich wieder erheben. Sieh mal einer an, Mutter und Tochter, endlich wieder in Sparta vereint. Und seht euch an, Göttinnen unter Sterblichen. König Pausanias, welche Ehre. Ich war bestürzt, als ich von eurem Vater erfuhr. Ja, unsere Väter wären stolz, uns hier heute zu sehen. Ihr erinnert euch an Kassandra, mein König? Wer tut das nicht? Das Mädchen, das starb, um ihren Bruder zu retten. Welch eine Tragödie. Ein unschuldiges Kind zu Tode verurteilt durch ein altes, erbarmungsloses Gesetz. Alt und erbarmungslos? Sparta lebt und stirbt nach diesen Gesetzen. Doch ihr kommt mir progressiver vor. Und du kommst mir vor, als hättest du mit den Athenern verkehrt. Ich war auf ein oder zwei Symposien. Wie auch immer, dein Verlust hat Sparta geschwächt. Euer beider Verlust. Zwei Gründe mehr, warum sich diese Gesetze ändern müssen. Ah, ich stimme zu. Aber König Archidamos? Könnte er allen Einwohnern das Gesetz in die Brust ritzen, er würde es tun. Dieses Gesetz hat meine Familie zerstört. Wegen dieses Gesetzes musste ich in der Gosse leben. Wir sind nur hier, weil er das Gesetz ignoriert hat. Das hat er, und es kostete ihn den Kopf. Doch wir sind nicht hier, um über die Toten zu reden, oder? Wir wissen, dass Sparta unser Haus konfisziert hat, nachdem was meinem Vater in Megaris zugestoßen ist. Wir wollen es zurück. Hüte deine Zunge, Kind. Auch wenn du lange nicht mehr in Sparta lebst, bin ich immer noch dein König. Wir bitten höflichst um eine Audienz bei euch und König Archidamos.
wegen der Wiedereinbürgerung und der Rückgabe unseres Hauses. Natürlich. Nichts wäre mir lieber. Archidamos hingegen hat dir noch nicht verziehen, was mit seiner Nase passiert ist. Wie könnten wir ihn umstimmen? Es gibt Gerüchte über einen Helotenaufstand und die Kryptia gießt Öl ins Feuer. Sie ermorden Heloten, stehlen ihr Vieh und lassen Leichen auf offener Straße verwesen. Die Kryptia steht für die größten Erfolge von Spartas militärischer Ausbildung. Durch ihre Disziplin und Furchtlosigkeit ist Sparta in aller Welt gefürchtet. Früher. Die heutige Kryptia ist korrupt und blutrünstig. Knaben auszubilden, um Bauern zu töten, erfüllt mich nicht gerade mit Stolz. Du willst doch dein Haus zurück, oder? Gut. Zeig den Heloten, dass wir das sinnlose Abschlachten ihres Volkes nicht länger unterstützen. Und wo finde ich die Angehörigen der Kryptia? Einen findest du in der Festung auf der Landspitze von Zarax. Ein anderer bewacht das Haus eines Anführers. Der dritte ist schwerer zu finden. Er wurde in einem der Dörfer westlich der Helos-Hügel gesehen. Er ist definitiv der lauteste der drei. Meine Mutter sprach von der Kryptia. Was könnt ihr mir über sie sagen? Sie sind die Verborgenen. Handverlesen in jungen Jahren. Sie werden isoliert und ausgehungert, müssen stehlen und töten, um zu überleben. Wenn sie die Ausbildung überstehen, werden sie die Leibwache des Königs. Und warum soll ich sie töten? Früher sorgte die Kryptia für Frieden zwischen Heloten und Spartanern. Aufwiegler und Unruhestifter unter den Heloten wurden ruhig gestellt. Doch zuletzt hat die Kryptia Männer, Frauen und Kinder ohne Grund und ohne Gnade ermordet. Kinder wurden den Müttern entrissen und an die Wölfe verfüttert. Die Kryptia ist eine Brutstätte für grausame Wilde geworden. Gibt es etwas, das ich über König Archidamos wissen sollte? Traditionell, brutal, langweilig. Archidamos sind alte Werte wichtiger als das Wohlergehen seines Volkes. Er stand auf Seiten der Ältesten an jenem Tag im Taygetos-Gebirge. Wenn wir dadurch unser Haus zurückbekommen, werde ich es tun. Gut, okay. Also ist die gleiche Quest. Na gut, ja, dann